Wir sind jetzt schon um 2:30 in der Nacht aufgestanden, weil wir heute zu den Manatees fahren. Wir wollen heute mit den Manatees, das sind sogenannte Rundschwanzseekühe, wollen wir schwimmen bzw. schnorcheln. Und die Tour fängt da schon um 7 Uhr in der Früh an, weil da bestehen die besten Chancen, dass man die sieht. Und wir müssen da 4 Stunden hinfahren, weil das relativ im Norden von Florida ist und wir aktuell in Naples sind. Das ist weit im Süden und da fahren wir 4 Stunden hin, deswegen sind wir jetzt schon aufgestanden und sind noch relativ müde, aber wir sind gestern extra früh ins Bett gegangen und wir freuen uns jetzt schon auf die Manatees. Wir nehmen heute die GoPro mit, die werden wir heute unter Wasser mal ausführlich testen und hoffen, dass wir auch da mit einigen Manatees filmen können. Und zusätzlich haben wir noch die altbewährte Sony dabei, das ist die Sony RX 100 Mark V in dem Original Sony Unterwassercase. Die liefert immer ganz schöne cinematische Unterwasseraufnahmen und man kann auch damit sehr coole High-Frame-Aufnahmen schießen. Die hat uns eigentlich immer auf den letzten Reisen gute Dienste erwiesen. Wir sind echt zufrieden damit. Ich freue mich so stark, dass ich gar nicht müde bin jetzt, obwohl es 3 in der Nacht ist. Aber das Gute ist, wenn es heute draußen ein bisschen kälter ist, dann kommt uns das Wasser nicht so kalt vor. Und es wird richtig kalt in dem Röhrer. Wir waren noch nie so kalt. Über dem ganzen Ding waren wir noch nie so kalt. Mittlerweile 5 Uhr morgens. Wir haben jetzt gut die Hälfte der Strecke in der Richtung des Crystal River und wir sind echt müde. Wenn wir heute keine Manatees sehen, wäre das echt bitter, weil dann sind wir 8 Stunden umsonst gefahren. Schön, da hinten geht die Sonne auf. Wir sind jetzt angekommen bei dem Anbieter, der heißt Fun to Dive. Wir sind jetzt mal gespannt, es ist arschkalt. Es hat um die 12 Grad nur. Da ist es dann im Wasser wahrscheinlich viel wärmer, das soll es so 22 Grad haben. Also wenn wir keine Manatees sehen, dann wäre es echt bitter. Es ist sehr schön hier, sehr gemütlich. Wir haben jetzt auch gleich einen Kaffee bekommen. Wir schauen uns gerade ein süßes Manatee-Video an. Ey, die schauen aus wie eine Kackwurst. Also sowohl unser Captain als auch die Megan, unser Tourguide, sind extrem darauf bedacht, dass wir sorgsam mit den Tieren umgehen und uns ordentlich verhalten hier. Da gibt es ja zig Regeln, an die man sich halten muss. Im Prinzip sollte man im Wasser einfach nur den toten Mann machen und sich von den Manatees beschnuppern lassen. Wird witzig. Scheint sehr gut zu sein. Wir sehen es hier vom Boot aus auch schon. So kalt.
noch nie so kalt. Über dem ganzen Weg war es mir noch nie so kalt. Normalerweise wimmelt es in dieser Bucht vor Booten und Schwimmern. Wir waren jetzt alleine mit 7 Manatees. Mega. Kleine Zettelchen. Da gibt man dann am Ende noch Trinkgeld rein, wenn man möchte, und kann noch eine kleine Nachricht hinterlassen und dann gibt man es in die Tipbox. Thank you very much. Bye bye. Wir sind jetzt gerade von der Manatee-Tour zurückgekommen und die Tour war perfekt. Wir waren dann 5 Leute mit unserem Tourguide der Megan und 7 Manatees. Das war faszinierend. Echt cool. Man muss sagen, es war wirklich kalt. Also es war kein Kindergarten da drin, aber es war echt ein super Trip. Also die $70 haben sich mega gelohnt und wir fanden auch cool, unser Anbieter, der hätte sehr auf Nachhaltigkeit bedacht. Unsere Tourguides lieben die Manatees wirklich, sind echt darauf bedacht, dass man die Regeln einhält, dass man nicht zu viele Leute um die Manatees sind, dass man die Manatees nicht verscheucht und dass man ihnen genügend Platz gibt. Also das war echt positiv. Früh aufstehen lohnt sich und auch die Semi-Private-Tour lohnt sich, weil da ist man einfach, man hat die Garantie, dass maximal 6 Leute auf einem Boot sind. Die Semi-Private-Tour, die kostet nur $10 mehr als die normale. Man maximal mit 6 Leuten auf dem Boot und bei der anderen sind es 12 Leute. Und ich glaube, das macht schon einen großen Unterschied, ob man dann zu 13 mit geilem Wasser ist oder zu 7 oder wir jetzt in dem Fall nur zu 5. Irgendwann waren wir auch nur zu 2 in einem Manatee. Es war richtig schön, wie der dann im Wasser geschwebt ist. Also wir konnten da echt coole Videos und Fotos machen. Können das auf jeden Fall empfehlen mit Fun to Dive. Unser Tourguide Megan. Die Megan war super. Und unser Captain Ryan. Wir können es auf jeden Fall empfehlen. Wir würden es wieder machen. Und ja, wir sind begeistert. Okay. Ist jetzt wieder warm, Lari? Ja. Wie kalt war dir? Erzähl noch mal, wie kalt es dir war. Das fand ich eigentlich am witzigsten auf der ganzen Tour. Ich habe so gezittert. Dass der Ryan hat mich so ein bisschen angeguckt, weil ich die Tasse fast nicht halten konnte. Und irgendwann meinte er dann, hey, stell dich in die Sonne raus. Ich habe noch nie in meinem Leben so gefroren, aber es war es wert. Die Manatees sind so süß und die haben auch so Augen. Das sind so ganz kleine Knopfaugen und so eine Wulst drumherum, die dann so auf und zu gequetscht wird. Sieht total lustig aus. Und einfach so friedlich, gell? Ja, ja. Einer hat geschissen, hast du es gefilmt? Nee. Und er hat dann geschissen und ich habe noch so rumgeguckt, ob irgendjemand die Wurst da runterfliegt. Weh, kam da echt eine Wurst ja, raus? Ja, das ist so ein Stück. Weh. Ich habe Manatee kacken sehen. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Komm, wir fahren. Wir sind jetzt wieder zurück. Das ist jetzt die Straße, die wir heute früh auch rausgefahren sind, die komplett leer war heute um 2:30. Und jetzt fahren wir wieder zu unserem Hotel rein. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder zurück und wir waren uns ja heute früh nicht sicher, ob es sich lohnen wird, insgesamt 8 Stunden da zu fahren heute. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir sind so happy, das gemacht zu haben, mit den Manatees zu schwimmen. Es war echt eine super geile Erfahrung. Und ja, ich denke, die Bilder und Videos sind auch richtig schön geworden. Wir haben uns echt Mühe gegeben, da coole Aufnahmen zu machen. Es kam uns auch zugute, dass wir eine richtig kleine Gruppe waren und somit waren wir eigentlich fast immer allein bei den Manatees und konnten somit in erster Reihe filmen und Fotos machen. War echt super und ja, jetzt sind wir wieder zurück im Hotel, besser hätte es nicht laufen können und jetzt gehen wir noch ein bisschen am Pool schwimmen und dann noch ein Deluxe-Menü am Abend vom Subway. Weißt